Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. In Amerika ist über das ganze Jahr sehr viel passiert. Vor rund einem Jahr haben wir bereits hier auf der Lagebesprechung mit Nils Wegner, dem Publizisten, gesprochen, der sich ja sehr eindringlich mit der amerikanischen Lage auseinandersetzt. Ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass Nils sich mehr mit den USA beschäftigt als mit dem, was hier so im deutschsprachigen Raum passiert. Und wir hatten uns vor circa einem Jahr ja wegen dem Fall Kyle Rittenhouse hier zusammengefunden. Und da kam es jetzt vor kurzem, die meisten werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, zu einem Urteil. Kyle Rittenhouse wurde freigesprochen. Und das nehmen wir jetzt mal wieder zum Anlass, um erneut einen Blick über den großen Teich zu werfen und diesen Blick auch wieder, wie schon damals im Podcast angekündigt, zusammen mit Nils zu wagen. Grüß dich, Nils. Einen schönen guten Abend. Ich glaube, da gilt bei mir so ein bisschen schuldig im Sinne der Anklage, was die vermehrte Beschäftigung mit den Ereignissen in den USA angeht oder generell im englischsprachigen Raum, aber es gibt ja auch immer genug zu beachten. Und wenn es jetzt bloß einfach um die Entwicklung in Amerika in den letzten 12 Monaten ginge, dann ja, wo will man anfangen, wo will man aufhören? Das Allermeiste dürften ja sicherlich alle Hörer, ob es ihnen interessiert oder nicht, mitbekommen haben, weil das eben die internationalen Nachrichten dominiert. Und es sieht doch ganz danach aus, egal ob man jetzt sonderlich große Sympathien für Donald Trump oder Joe Biden oder wen auch immer hegen mag, dass irgendwo innerhalb der auslaufenden Trump-Präsidentschaft und der anbrechenden Biden-Präsidentschaft es so einen großen Bruch gegeben hat, der irgendwo die USA als eine Art Imperium, Reich, internationalen Machtvektor in seiner Endphase dastehen lässt. Zumindest außenpolitisch scheinen die USA zumindest in Teilen nicht mehr willens oder in der Lage sein, in einer Art und Weise Macht zu projizieren, wie sie das die letzten, ja, im Prinzip die letzten 100 Jahre circa, mittlerweile 104 Jahre, wenn wir mal den Kriegseintritt 1917 in den Ersten Weltkrieg als Ausgangspunkt nehmen, dass das nicht mehr funktioniert und dass sie gleichzeitig innenpolitisch mehr und mehr so einer Bestie gleichen, die sich insbesondere gegen die ursprüngliche, nicht unbedingt angestammte, aber die ursprüngliche US-Stammbevölkerung, eben die sogenannten Wasps, die angelsächsisch-europäisch-stämmigen US-Einwohner richtet. Und ich glaube, der Ausgang oder das Gesamtphänomen Kyle Rittenhouse, wie auch ein Stück weit der Prozess und all die Prozesse, die es sonst noch gegeben hat in den letzten 4 bis 8 Wochen, die Beachtung wert sind, steht so ein bisschen beispielhaft dafür. Also würdest du jetzt sagen, dass auch die Biden-Präsidentschaft bisher sehr stark von diesen Zerwürfnissen geprägt ist, die auch schon die Trump-Präsidentschaft geprägt haben? Also dass eigentlich die US-Administration, jetzt sei mal dahingestellt, ob sie es denn wirklich will oder nicht, eigentlich mehr mit innenpolitischen Problemen sich auseinandersetzen muss, als jetzt wirklich groß, sagen wir mal, wieder den Imperiumsspieler auf dem geopolitischen Schachfeld spielen zu können. Ja und nein. Das ist ein zweischneidiges Schwert, was du mir da als Frage präsentierst. Außenpolitisch denke ich, spielt oder bewegt sich Biden fast ausschließlich in den Bahnen, die Trump selbst vorgefunden oder selbst vorgezeichnet hat. Insbesondere der überstürzte und schlagartige Truppenabzug aus Afghanistan ist da zu nennen, den Trump ja im Prinzip zumindest rhetorisch vorbereitet hat mit seiner Wahlkampfforderung nach einem Ende der endlosen Kriege, was mit Sicherheit auch ein großes Movens für einen Teil seiner Wählerschaft war.
sich für ihn zu entscheiden, wozu es aber in der Präsidentschaft Trumps ja nicht gekommen ist. Er hat vielmehr an einigen Stellen eskalierend gewirkt, beispielsweise durch die, wenngleich wohl nur symbolischen Raketenschläge gegen Syrien, als auch durch die durch den Befehl zur Tötung, faktisch Ermordung aus wortwörtlich heiterem Himmel dieses iranischen Generals Soleimani. Und ja, das hat eben gewisse vollendete Tatsachen geschaffen, mit denen die USA unter Biden jetzt weiterarbeiten müssen. Ich denke insgesamt, wenn man sich insbesondere diese außenpolitischen Abenteuer anschaut, wie auch beispielsweise den Versuch der beiden Regierungen jetzt den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bekommen, was eine mögliche Wiederaufnahme oder eine mögliche Reinstitution dieses Atomabkommens zwischen den USA und dem Iran angeht, das Trump seinerzeit aufgekündigt hatte, oder die Versuche, ein gütlicheres Auskommen mit China zu finden, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Es gibt ja Gerüchte, dass Biden gegenüber Xi Jinping tatsächlich so etwas geäußert haben soll, wie jetzt mal ganz, ganz flapsig ausgedrückt, eigentlich wollen wir uns ja vertragen und müssen wir uns ja vertragen, aber es soll so aussehen, als würden wir wirklich hart miteinander verhandeln und eigentlich Gegner sein, weil es dem Wahlvolk scheinbar nicht zu verkaufen ist, dass man jetzt einfach mal ein bisschen diplomatisch mit China werden muss, nachdem man jahrelang so eine quasi Rhetorik des neuen Kalten Krieges mit China gepflegt hat. Das sind alles Dinge, die mit Sicherheit ursprünglich mal anders beabsichtigt waren. Ich kann mir vorstellen, und ich bin da nicht der Einzige, dass der Grundgedanke ursprünglich einmal gewesen ist, nach einem Wahlsieg Bidens ihn die Hälfte der Amtszeit durchregieren zu lassen, möglichst keine großen Probleme anzugreifen. Und nach den Midterms, die in aller Regel in den USA ja gegen die Partei ausfallen, die den Präsidenten stellt, das ist so eine Art demokratische Konstante, kann man sagen. Das gehört alles so ein bisschen zum Spiel dazu. Der in der Politik, dass diese Zwischenwahlen, bekannte Midterm-Loss. Das ist ja schon genau, ja, dass diese Zwischenwahlen immer zu einer Ohrfeige für die Partei werden, die den Präsidenten stellt. Und dass Biden im Prinzip allein schon aus Altersgründen danach dann sein Amt hätte zur Verfügung stellen können und dann tatsächlich Kamala Harris das Ganze hätte übernehmen können und somit dann die erste weibliche Präsidentin mit nicht weißem Hintergrund hätte sein können. Das wäre für sehr viele Interessengruppen innerhalb der Demokratischen Partei und im Orbit der Demokratischen Partei so eine Art positive Wendung der Situation gewesen aus der Perspektive der Demokraten. Ich habe jetzt nach einer religiösen Metapher gesucht, aber das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu hoch gegriffen, gerade wenn es um die ganzen sehr progressiven Kräfte dort geht. Also auf jeden Fall wäre das so die Erfüllung aller progressiven und identitätspolitischen Träume gewesen. Also möglichst viele Haken auf dem Minderheiten-Checklist machen zu können, was dann Präsidentin Harris angeht. Aber es sieht eben nicht danach aus. Es hat viele außenpolitische Herausforderungen in der bis dato nicht besonders langen Präsidentschaftszeit Bidens gegeben. Biden hat sich in dieser Zeit demnach, was an die Öffentlichkeit gedrungen ist, etliche Fehltritte erlaubt, die gerade auch seinem hohen Alter zuzurechnen sind. Er scheint demnach, was man so liest, in Anführungszeichen, nicht mehr ganz körperlich und auch geistig in der Lage zu sein, dieses Amt auszufüllen. Und an und für sich wäre das durchaus ein Grund, in gleicher Weise, wie man es bei Trump mehrmals in dessen Amtszeit versucht hat, diesen Verfassungszusatz aufzurufen, wonach ein offensichtlich für sein Amt nicht mehr tauglicher Präsident notfalls seines Amtes enthoben und durch den Vizepräsidenten abgelöst werden muss. Aber
in der augenblicklichen Situation und angesichts der großen Hoffnungen, die mit beiden verbunden wurden, als dem Retter vor dem Faschismus des Donald Trump, insbesondere einer zweiten Trump-Amtszeit, ist das eben jetzt, hat man sich dort jetzt demokratischerseits in eine Sackgasse bewegt, aus der man nicht so leicht wieder herauskommt. Und man kann im Prinzip nicht diese Erlösergestalt, die man selbst kreiert hat, einfach wieder vom Thron stoßen, ohne die Wählerschaft, die man sich dadurch mühsam erkauft hat, sozusagen, insbesondere aus dem Lager der Wechsel- und Protestwähler oder eben gerade Nichtwähler, das ist ja auch ein Thema, was wir beim letzten Mal, als wir sprachen, schon hatten, ohne die eben zu verprellen. Wobei man sich angesichts der aktuellen Umfrageergebnisse, die, ich glaube, Biden irgendwo bei 38-42% Zustimmung sehen, was katastrophal ist in Anbetracht der Tatsache, was für ein Riesengeschrei seinerzeit um ihn gemacht wurde, als den einzigen, der Amerika noch retten könne, muss man sich wirklich fragen, ob das wirklich noch einen Unterschied macht, ob man ihn jetzt für amtsunfähig erklärt oder nicht, ob es da noch irgendwelche Wählergunst zu verlieren gibt. Hat diese Schwäche von Biden auch damit was zu tun oder beziehungsweise andersrum gesagt, ich habe jetzt die Frage falsch aufgezogen, hat dieses weitere Aufflackern von Trump, also was ich nämlich so mitbekommen habe, ist, dass er sich noch nicht so ganz von der politischen Bühne verabschiedet hat, dass er sich jetzt auch ins Gespräch bringt, so subkutan für eine weitere Amtszeit jetzt eben nach dieser beiden Legislatur, dass er nochmal antritt, hat das auch was mit dieser Schwäche zu tun? Biden ist ein Präsident, der es seinen Gegnern sehr einfach macht, eine Position zu finden, durch die man auf Bidens Kosten sozusagen politisches Kleingeld machen kann. Dazu zählt ja nicht nur Trump. Generell hat die Republikanische Partei, hat die GOP durch diese doch eigentlich ziemlich unverhoffte populistische Wende, die Trump vollbracht hat und die zu einem nicht geringen Teil damit zu tun hat, dass er eben kein Teil der klassischen republikanischen Elite war zu der Zeit, als er Präsidentschaftskandidat der Republikaner geworden ist, die Partei so ein bisschen aus ihrem Rigor erweckt. Grundsätzlich muss man festhalten, dass die Republikaner eben dass Republikaner und Demokraten, die grundsätzliche Einstellung insbesondere der Spitzenpolitiker zur Politik und zum Wahlvolk und so weiter angeht, im Prinzip zwei Kehrseiten der gleichen Medaille sind. Und dass die GOP insbesondere von sehr alten, sehr mächtigen Männern dominiert worden ist, dürfte, glaube ich, spätestens mit der Präsidentschaft George W. Bushs offenbar geworden sein, der dann eben in seinen engsten Beraterstab und auf Ministerposten zum größten Teil Männer berufen hat, die schon seinen Vater als der Präsident war, beziehungsweise selbst noch zurückreichend bis Richard Nixon gedient haben als Berater und teilweise auch als Minister. Was Trump getan hat, war klarzumachen, dass man eben nicht sich immer auf die entsprechenden Stammwählerklientele verlassen kann, sondern dass man auch junge Wähler und junge Talente innerhalb der eigenen Partei ansprechen und nach vorne bringen sollte, um neue Wählerschichten aufzuschließen. Das hat auf der einen Seite den parteiinternen Mittelbau etwas verjüngt. Das hat auf der anderen Seite einen neuen Fokus auf Jugendorganisationen wie Turning Point USA oder als dessen außerparteiisches Spiegelbild America First, was Nick Fuentes aufgezogen hat in den letzten Monaten der Trump-Präsidentschaft fallen lassen. Und das hat auch dafür gesorgt, dass innerhalb des republikanischen Establishments etwas jüngere Funktionsträger, Senatoren, mittlerweile auch Gouverneure, wie beispielsweise Ron DeSantis in Florida, sich einer gewissen trumpistischen
nationalpopulistischen Rhetorik befleißigen und versuchen nicht nur die Talking Points, die Trump damals populär gemacht hat, zu besetzen, sondern sich auch so ein bisschen selbst als neue Cäsaren Trumps anstelle von Trump und dergleichen zu gerieren. Also es steht zu erwarten, dass es 2024, wenn die nächste Präsidentschaftswahl ansteht, Trump durchaus antreten wird. Das denke ich schon. Er hat ja schon öfters entsprechendes angedeutet, wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Aber dass gleichzeitig er eben mit etlichen Trittbrettfahrern konfrontiert sein wird, wenn es darum geht, das Ringen um die tatsächliche Präsidentschaftskandidatennominierung auszufechten. Zwar werden viele von denen nicht unbedingt so gut situiert sein wie er, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, was von Trumps Vermögen bis dahin übrig bleibt in Zeiten von Covid und in Anbetracht der Tatsache, dass nicht nur ja ein Gutteil seines Vermögens, sagen wir mal, aus Risikokapital besteht, das durchaus sich sehr schnell in Luft auflösen kann, als auch, dass er eben juristische Probleme schon seit geraumer Zeit hat, was seine Abrechnungen, sein Steuerzahlungsverhalten und sein sonstiges Geschäftsgebaren angeht. Also es ist zu erwarten, dass, wie gesagt, wenn bis dahin keine unvorhergesehenen Ereignisse auftreten, Trump 2024 wieder seinen Hut in den Ring werfen könnte, wie man so schön sagt. Aber er wird da mit Sicherheit nicht der Einzige sein. Und es steht auch meines Erachtens nirgendwo festgeschrieben, dass er dann noch einmal zum Präsidentschaftskandidaten der GOP nominiert werden wird. Also ist quasi die Befürchtung mancher deutscher Feuilletonisten eingetroffen, die mal so am Ende der Präsidentschaft von Trump geraunt hatten durch den Blätterwald, dass Trump jetzt zwar geht, aber sein Vermächtnis bleibt. Also dass dieser Trumpism, um ihn mal so zu nennen, weiterhin relativ virulent in Amerika ist. Grundsätzlich schon, ja. Man darf das allerdings auch nicht zu hoch hängen, denn so revolutionär neu ist der Trumpismus, wenn man ihn denn so nennen möchte, jetzt eigentlich auch nicht. Im Prinzip ist er, wenn man die Geschichte der Republikanischen Partei seit dem ersten Amtsantritt Barack Obamas nachverfolgt, eigentlich nur eine logische Folge aus gewissen Verjüngungs-, gewissen moderaten Kurswechselversuchen innerhalb der Republikanischen Partei, deren erster Ausdruck war seinerzeit die Tea Party, die auch schon versucht hat, ein wenig die Rassenfrage zu bedienen, indem man sehr stark auch den damaligen Personenkreis, der durchaus nicht einflusslos war, versucht hat zu bedienen, dessen Anliegen es war, Barack Obama nachzuweisen, dass er eigentlich gar kein US-Bürger sei und deswegen nicht Präsident sein dürfe, die sogenannten Birthers, wo es darum ging, dass Obama seine Geburtsurkunde gefälscht habe. Und das ist eine komplizierte Geschichte. Wer sich dafür konkret interessiert, kann das gerne nachlesen. Zu diesen Birthers hat damals auch schon ein Donald Trump gehört. Und ein Donald Trump hat sich auch damals schon in die Tea Party eingebracht und auch damals schon Gerüchte gestreut, dass er durchaus daran interessiert wäre, sich auch persönlich als Funktionsträger einzubringen und zur Wahl zu stellen und dergleichen. Also es ist tatsächlich so, dass diese ganze Spontanität und Urwüchsigkeit und der revolutionäre Charakter dieser ganzen Trump-Bewegung vor der Präsidentschaftswahl 2016 jetzt auch, sagen wir mal, nur bedingt tatsächlich einer genaueren Untersuchung standhält. Viele Grundlagen dafür, sowohl organisatorischer als auch ideologischer Art, sind tatsächlich schon zu Tea Party-Zeiten, also in der ersten Hälfte der 2010er Jahre gelegt worden. Und einige der wirtschaftsnationalistischen und staatsbürgerschaftlich nationalistischen, also Civic Nationalist Argumente, die Trump-Präsidentschaft und insbesondere seinen Wahlkampf so stark bestimmt haben,
stammt durchaus auch noch aus Zeiten der Weltwirtschaftskrise 2008 fortfolgende, wo beispielsweise ein Steve Bannon durchaus mit involviert war durch seine Verstrickungen in den Kapitalmarkt seinerzeit als Investmentbanker und Anlagekapitalist und wo eben auch dieser neue wirtschaftliche Isolationismus, der diese America First Rhetorik von Trump und dessen Wahlkampfteam wesentlich mitbestimmt hat, ein Stück weit ihre Wurzeln hat. Also es lohnt sich tatsächlich, wenn man, insbesondere wenn man seinerzeit selbst so ein bisschen auf den Trump-Train aufgesprungen ist, sich jetzt, wo Trump nicht mehr Präsident ist und ja, zwar noch für viele Leute die Hoffnung schlechthin darstellt, aber bis dato nur noch allenfalls hin und wieder zu irgendwelchen politischen Ereignissen von Sean Hannity oder ähnlichen Fox News-Moderatoren befragt wird, sich ein bisschen mit der Vorgeschichte des Ganzen zu beschäftigen, um festzustellen, wo eventuell die Denkfehler auf der eigenen Seite gelegen haben, dass man das System hinter dem scheinbaren Chaos-Kandidaten Trump nicht auf Anhieb erkannt hat. Und dann erkennt man auch, dass es eigentlich letztlich zu erwarten war, dass das republikanische Establishment von dieser ganzen Geschichte nicht so sehr durchgeschüttelt werden würde, wie man es eigentlich erwartet und zum großen Teil ja auch erhofft hat. Und dass eben gerade altgediente Recken, das ja von Trump sehr eifrig gedrehte Personalkarussell bestimmt haben, zumindest in den Anfangsjahren. Um dir jetzt mit meiner nächsten Frage so ein bisschen inhaltlich zu assistieren, also dahingehend ist es auch nur so eine Halbfrage, und auf die nochmal die Entwicklung jetzt aktuell innerhalb der Republikanischen Partei aufzugreifen und ein bisschen auch auf die Frage abzuzielen, wie so eine alternative Rechte aktuell in Amerika aussieht und bewegt sich überhaupt die Republikanische Partei in so eine Richtung oder bleibt sie weiterhin in dieser Kehrseiten, also Situation gefangen, die du schon erwähnt hattest? Was ich jetzt nämlich mitbekommen habe, ist diese National Conservatism, so ist dieses neue Branding, was da stattfindet, wo man erstmal so bestimmte Aspekte, würde ich jetzt sagen, auch dieser Trump-Rhetorik aufgreift, vielleicht sogar noch ein bisschen intellektueller vertieft, aber trotzdem immer noch nicht diesen Sprung außerhalb eben dieser einen Seite der Medaille wagt, indem man zum Beispiel konfrontiert mit Carl Schmitt davon spricht, dass man sich mit so jemandem nicht auseinandersetzt, weil das irgendwelche Nazis wären und man sowas nicht lesen braucht. Also ist quasi die Rechte in Amerika trotzdem immer noch in diesem starken Neokonservatismus gefangen, egal welche Plakette sie sich jetzt dann anheftet? Ja, das ist ein sehr großes Fass, das du da aufmachst. Ich will jetzt den Weg so langsam in Richtung außerparlamentarische Rechte weisen im Gespräch. Deswegen. Ich kann das gut verstehen. Ich will es nur ganz kurz umreißen. Die außerparlamentarische und nicht unbedingt parteigebundene, das heißt keine politischen Ämter oder Funktionen und so weiter bekleidende beziehungsweise anstrebende Rechte, wenn man von so etwas überhaupt als abstrakter Größe sprechen kann in den USA, hat im Wesentlichen zwei Seiten. Das ist auf der einen Seite die elitäre Seite, nenne ich sie mal, die hauptsächlich aus Thinktanks, Lobbyorganisationen und sehr reichen und sehr einflussreichen Spendern und Strippenziehern im Hintergrund besteht. Das sind die Spender und Strippenzieher und dergleichen sind in der Regel diejenigen, die auf der einen Seite die Thinktanks und Lobbyorganisationen finanzieren und die auf der anderen Seite über Groß- und Kleinspenden direkten Einfluss auf politische Amtsträger oder die Bewerber um politische Ämter nehmen. Und was ich bis vor kurzem auch selbst nicht realisiert hatte, ist, dass, hier gehen die wilden Verschwörungsschwurbeleien dann auch los, es tatsächlich eine große Verbindungslinie zwischen diversen Medien
Figuren, großen Investoren mit politischem Einfluss, insbesondere dem scheinbar allgegenwärtigen Peter Thiel, der auch diese National Conservatism Einflussorganisationen und Denker und Schriftsteller umfangreich mit Mitteln ausstattet, offensichtlich. Und tatsächlich klassischen Neokonservativen aus der Bush-Ära und noch davor gibt. Und das ist für diejenigen, die es selbst recherchieren möchten, insbesondere das in den frühen 60ern gegründete Hudson Institute, das sich ursprünglich wesentlich durch ein Eintreten für die Notwendigkeit und die Möglichkeit, die Überlebbarkeit eines Atomkrieges mit der Sowjetunion ausgesprochen hat. Das ist kein Scherz. Und woraus sich dann tatsächlich so im Prinzip ein Keimblatt neokonservativen oder damals noch nicht sogenannten neokonservativen Einflusses innerhalb der USA entwickelt hat. Und dieses Institut gibt es heute noch. Die legen durchaus Wert darauf, jetzt nicht unbedingt als Organisation so in den Vordergrund zu treten. Aber beispielsweise der Think Tank Project for the New American Century, der im Prinzip eine Art Synonym für den George W. Bush Neokonservatismus ist, ist tatsächlich so eine Art, also was die entsprechenden Persönlichkeiten, die das gegründet und geprägt haben, angeht, so eine Art Ausgründung, eine Art Tochterorganisation, dieses Hudson Institute. Und gleichzeitig sind dort eben auch Leute wie Peter Thiel oder zum Beispiel auch ein Tucker Carlson als Redner und als Co-Autoren von Büchern und dergleichen ein- und ausgegangen. Und gleichzeitig zeichnet sich dieses Hudson Institute so unscheinbar und, glaube ich, weitläufig unbekannt, sowohl innerhalb der USA als auch insbesondere international sein mag, vor allem dadurch aus, dass es im Gegensatz zu vergleichbaren Thinktanks, also dem American Enterprise Institute und was es da nicht so alles gibt, sehr produktiv ist, was Studien, was Bücher und was tatsächliche Programmschriften angeht. Man hat sich da schnell wegentwickelt vom Eintreten für den thermonuklearen Erstschlag gegen Moskau und hin zu einem Eintreten für einen stärkeren Fokus auf die Kernenergie. Das ist ein sehr weites Feld, das ich hier, wie gesagt, nicht mal in Grundzügen umreißen kann. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, da einen Blick drauf zu werfen, weil es scheinbar immer so ist, dass man politisch einflussreiche, scheinbare Einzelpersonen und scheinbare kleine Organisationen in den USA nur ein bisschen zu schütteln braucht und sofort fallen irgendwo die Drähte zu diversen mittelgroßen und dann zu ganz großen und ganz alten Organisationen raus. Da muss man noch nicht mal ein Verschwörungstheoretiker oder jemand mit Vorbehalten gegenüber irgendwelchen Minderheiten sein. Es offenbart sich an allen Ecken und Enden, wenn man nur ausreichend hinschaut. Genauso wie auch die Querverbindungen der scheinbar revolutionären jungen Garde der GOP während des Trump-Wahlkampfes hin zur Tea Party. Und die Tea Party an sich ist ja durchaus eine erzrepublikanische Veranstaltung gewesen, auch wenn man sich damals immer so gegeben hat, als sei es vollkommen unerhört, was dort gefordert wird. Was übrigens hauptsächlich damals für die finanzpolitischen Forderungen der Tea Party gegolten hat, wo man dann doch ein bisschen den Appeasement-Kurs der Hauptpartei gegenüber der Obama-Regierung, insbesondere im Hinblick auf die Healthcare-Debatte, also die Gesundheitsfürsorge und die angestrebten Änderungen des Versicherungssystems aufs Korn genommen hat. Wohingegen die sonstige Proto-America-First-Rhetorik im Hinblick auf beispielsweise Sanktionen gegen externe Mitbewerber und dergleichen schon eher auf Wohlgefallen gestoßen ist. Man darf da auch nicht vergessen, dass durchaus die Obama-Präsidentschaft davon sehr stark beeinflusst worden ist. Obama hat beispielsweise auch anerkennenswerte Strafzölle auf gewisse chinesische Güter erhoben, die in seiner Präsidentschaftszeit aber offensichtlich kein Problem waren, wohingegen man das bei Trump eben als Aufnahme eines neuen kalten Wirtschaftskrieges gegen China interpretiert und medial skandalisiert hat.
das ist, wie gesagt, die eine Seite des Ganzen, die angelehnt an die Partei existiert, aber nicht unbedingt ein Teil der Partei ist. Durch die Trump-Präsidentschaft sehr stark hochgekommen ist darüber hinaus das Claremont Institute, das in der geistigen Tradition von Leo Strauss steht. Strauss, der mit Carl Schmitt bekannt war und ja ein distanziert freundliches Verhältnis zu ihm gepflegt hat. Strauss, der dann zu NS-Zeiten in die USA fliehen musste, hat sich zu keinem deutlich besseren Verhältnis dann seinerzeit zu Schmitt mehr durchringen können, aber eben noch anerkennenswert gefunden, was Schmitt auf staatstheoretischer und politphilosophischer Ebene geleistet hat, wohingegen Yoram Hazoni, von dem das Zitat stammt, das du eben indirekt gebracht hast, dass man sich nicht mit Nazis beschäftigen müsse, um politische Theorie Arbeit betreiben zu können. Der scheint dazu nicht so ganz willens oder in der Lage zu sein, aber das beruht eben auch ein Stück weit darauf, dass der Nationalkonservatismus des Zuschnitts, wie ihn jetzt diese Einflussnehmer pflegen, etwas ganz anderes ist als das, was eben Nationalkonservatismus im 20. Jahrhundert bedeutet hat. Das eben zu den Elitenzirkeln, wenn man sie so nennen möchte. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer noch den Nachhall einer gewissen Graswurzelbewegung und des konservativen oder rechten Straßenaktivismus in den USA. Auch wenn nach Charlottesville, sprich nach dem August 2017, die damalige Alternative Right oder wie sie sich mittlerweile lieber nennt, Dissident Right, noch stärker zersplittert ist, als sie es damals schon war und eigentlich keine Rolle mehr spielt, die über gewisse mediale Wirkung hinausgehen würde, hat sie doch ihren Nachklang insbesondere in der America First Bewegung gefunden, die Nicholas J. Fuentes, ursprünglich einfach nur einer von vielen Podcastern und YouTubern im erweiterten Alternative Right-Kreis aus der Taufe gehoben hat und intendiert war oder ist mittlerweile America First im Prinzip als eine Art Gegenbewegung zu den klassischen Partei-Jugendorganisationen, also den College Republicans und Turning Point USA mit dem Aushängeschild Charlie Kirk, der im Prinzip der Kollege Benedikt Kaiser spricht immer von geistigen Frührentnern, der im Prinzip so als, ich glaube, mittlerweile ist er auch schon 30 oder so, der auf jeden Fall immer noch sehr, sehr kindlich aussieht, aber gleichzeitig so ungefähr die republikanische Parteilinie der frühen 2000er Jahre als sakrosankt zu verkaufen sucht. Und im Prinzip wirtschaftlichen Libertarismus, Law and Order, Konservatismus und moralischen und Werte-Liberalismus bis hin zu diesen ganzen Lady Maga-Aktionen, so dass man eben im Nahen Osten Krieg führt, um damit dort die Transvestiten auf der Straße ihren Vergnügungen nachgehen können und dergleichen, dass sowas eben ein Ausdruck amerikanischer Werte sei und dass es dafür zu kämpfen lohnt. Wenn wir jetzt den Blick auf die Dissident Right weiter halten und der Frage, ob dann in Amerika auch eine Rechte eine Chance hat, die nicht irgendwo mit dem Liberalismus überlappt, wie reizt denn sich da, also was jetzt als wirkliches Lebenszeichen, zumindest medial, das ist auch immer eine Frage, wie sowas nach außen transportiert wird, wahrgenommen wurde, zumindest von meiner Seite aus, war jetzt dieser Aufmarsch der Patriot Front in Washington D.C. Die sind auch schon früher in Erscheinung getreten. Wo sind denn die eigentlich in diesem ganzen Gefüge einzuordnen und wie lebendig sind die denn überhaupt? Oder ist das jetzt einfach nur quasi mal, wir organisieren jetzt mit 100 Leuten einen Marsch und ansonsten darüber hinaus haben wir eigentlich nicht viel anzubieten? Also in aller Kürze zur Geschichte, weil ja
insbesondere bei Twitter mit Sicherheit auch anderswo das Argument ganz groß wurde, dass es sich dabei um irgendeine vom FBI oder einer anderen Bundesbehörde inszenierte Organisation und Aktion handeln müsse, weil angeblich niemand diese Organisation, die Patriot Front, kenne, dass sie im Prinzip aus heiterem Himmel erschienen seien und dass es ja nicht angehen könne, dass konservative oder rechte Amerikaner halt herumlaufen wie durchtrainierte junge Kerle, ohne dass irgendjemand überbeleibtes mit dabei sei und auf einem dieser fetten Scooter da herumfährt, die man hat so typischerweise an dem man hat Anstoß an dem, wie Armin Mohler es genannt hätte, faschistischen Stil genommen. Ja, definitiv. Und ich meine, sicherlich geht auch einigen etablierten konservativen da ein bisschen der Hut hoch im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er junge, durchaus sportliche Männer mit Amerika-Flaggen, die ein Rutenbündel zeigen, herummarschieren sieht. Aber es ist nun mal so, diese Organisation gibt es schon tatsächlich im Prinzip seit kurz nach Charlottesville. Die Patriot Front ist eine Ausgründung oder ein Überbleibsel der früheren Organisation Vanguard America, die zu trauriger Berühmtheit gekommen ist, dadurch, dass James Fields, der Fahrer, der dort zum nach Abschluss der Charlottesville oder nach Abbruch der Charlottesville-Kundgebung in eine Gegendemonstration gerast ist mit seinem Auto und eine Gegendemonstrantin zu Tode gebracht hat, dass dieser junge Mann, obwohl er scheinbar kein Angehöriger von Vanguard America war, irgendwie im Pulk mit denen zusammen mitmarschiert ist und auch ein Schild mit dem Symbol von Vanguard America, also einem Weißkopfseeadler, diesem amerikanischen Wappentier, der eben ein Rutenbündel in seinen Klauen trägt, mehrfach fotografiert worden ist, wodurch im Prinzip Vanguard America so ein bisschen synonym mit James Fields geworden ist. Nicht nur deswegen, sondern auch wegen interner Querelen ist Vanguard America relativ kurz nach Charlottesville zerfallen und ein Gutteil der damaligen Mitglieder ist dann übergegangen zu der neu gegründeten Patriot Front, deren Kopf derzeit ich glaube er ist 22 oder so gerade mal, der 22-jährige Thomas Rousseau aus Texas ist. Das ist der, den man auf den Videos, von denen es insbesondere bei Odyssey, also auch so einem so einer YouTube-Alternative, sehr viele zu sehen gibt, immer mit so einem Cowboy-Hut herumläuft und in der Regel bei den Aufmärschen und Aktionen von Patriot Front der einzige ohne Maske ist. Ich würde sagen, dass das Kernanliegen von Patriot Front Straßenaktivismus ist, wie gesagt, durch Umzüge, die scheinbar in den USA deutlich einfacher durchzuführen sind als hierzulande. Ich glaube, in den USA muss man die nicht mal vorher genehmigen lassen, sondern kann das einfach so machen unter Berufung auf das First Amendment, also auf die Meinungsäußerungsfreiheit, Free Speech und so weiter. Und gleichzeitig betreiben die eben auch solche Sticker-Aktionen, wie man sie von Identity Europa früher aus den USA gekannt hat, die ihrerseits wiederum sehr stark von der IB in Europa inspiriert waren. Und insbesondere, was so Netzaktivismus angeht, also sehr professionelle Online-Auftritte und dergleichen, tun sie sich sehr hervor. Also es ist sowohl falsch zu behaupten, dass die jetzt irgendwie aus dem Nichts erschienen seien, wie es wirklich viele Online-Persönlichkeiten, wie der scheinbar derzeit beliebteste Podcaster der Welt, Joe Rogan, getan haben, als auch eben viele seinerzeitige Angehörige der Alt-Light, wie Lawrence Southern zum Beispiel oder Mike Cernovich oder so, die man eigentlich spätestens seit dem Abtritt von Trump als Präsident weitgehend vergessen hat, aber die jetzt offensichtlich hier eine Gelegenheit gesehen haben, einmal mehr sich dadurch ins Rampenlicht zu spielen, dass sie alles, was irgendwie rechts, aber auch ein bisschen gefährlich aussieht, als von den Behörden inszeniert darstellen, wie sie es teilweise auch schon zu Alt-Right-Zeiten getan haben. Also dieses Unding, diese Bewegung,
immer als von den Feds unterwandert zu sehen, nimmt jetzt also Überhand im konservativen Lager. Also es war so eine Sache, die ich auch beobachtet hatte, wo ich mir so die Frage stellte, was soll das eigentlich? Tritt irgendjemand auf und dann kann es gar nicht sein, dass sowas normal existiert, sondern in der amerikanischen Wahrnehmung kann sowas nur aus der Hand von irgendwelchen Behörden kommen. Ja, das ist ein bisschen die Schizophrenie der, insbesondere der Rechten in Amerika. Die Linke kann das auch ganz gut, aber das liegt eben halt auch daran, dass tatsächlich ja schon seit den, allerspätestens seit den 50er Jahren, die zeitweilig sehr starke, mehr oder weniger kommunistische und zum Teil maoistische Linke in den USA planmäßig von den Bundesbehörden, insbesondere vom FBI, unterwandert und auch gesteuert worden ist. Über das, insbesondere über das damalige Programm COINTELPRO kann man, wie gesagt, auch problemlos recherchieren. Es ist eben ein großes Problem, dass es in den USA immer schon diesen von Präsident Eisenhower damals angeprangerten militärisch-industriellen Komplex gegeben hat, der wesentlich die Außen-, aber auch die Innenpolitik bestimmt hat. Und in heutigen Zeiten, wo wir nicht mehr in einer Industrie, sondern eher in einer Informations- und Dienstleistungsgesellschaft leben, ist das Ganze noch um die mediale Komponente erweitert worden und hat sich zu einem militärisch-industriell-medial-geheimdienstlichen Komplex ausgeweitet, dessen Wirken wir nun emblematisch in der Trump-Präsidentschaftszeit erlebt haben. Was wiederum für so klassische NIMBY-Konservative, also die einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen. NIMBY ist das Kürzel für Not in My Backyard. Also die Politik kann im Prinzip machen, was sie will, solange es mich persönlich nicht betrifft. Ja. Was für die doch so ein Stück weit kognitive Dissonanz bedeutet hat, weil sie festgestellt haben, dass sie im Zweifelsfall immer irgendwo untergebuttert werden. Und wenn sie noch so friedlich sind und betonen, dass es sie alles nicht betrifft und dass es sie nichts angeht und dass es sie auch nicht interessiert und sie einfach nur in Frieden gelassen werden wollen. Das wiederum hat wesentlich dazu geführt, dass sich so viele von diesen eigentlich recht biederen Trump und irgendwo ja auch GOP-Anhängern seinerzeit der ganzen QAnon-Geschichte zugewandt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, QAnon ist ja nun die Mutter aller FED-Organisationen, wenn man das so nennen möchte, oder FED-Strömungen oder FED-Spielchen. Ja, ich meine, wortwörtlich, dieser ominöse Q, sofern es ihn denn wirklich gibt, behauptet ja von sich selbst, ein hoher Bundesbehördenmitarbeiter zu sein. Also es ist im Prinzip eine Fed-Op, die ihren Angehörigen oder ihren Jüngern, wenn man, da muss man ja schon eigentlich wirklich von sprechen, direkt ins Gesicht sagt, dass sie einem Behördenmitarbeiter nachlaufen. Aber das gleichzeitig auf eine derart nebulöse und scheinbar ja motivierende Art und Weise tun, dass das niemand hinterfragt. Wohingegen eben allen mehr oder weniger direkt gefährlich werdenden Denkern oder Aktivisten in den USA eben sogleich vorgeworfen wird, insbesondere aus dem eigenen Lager, eben irgendwo von den Behörden implantiert worden zu sein. Was, wie gesagt, durchaus in der Vergangenheit schon oft vorgekommen ist und deswegen auch ein Stück weit mit Nachsicht behandelt werden sollte. Nichtsdestoweniger wirkt es sich eben extrem zersetzend auf jedwede Initiative aus, wenn man stets davon ausgehen muss, sofort aus dem eigenen Lager unter Beschuss genommen zu werden, wenn man seinen Kopf zu weit aus der Deckung hebt. Um dann nochmal zu den, also von dort aus, und du hattest nämlich jetzt auch schon im Kontext der Patriot Front erwähnt, hier mit James Fields, gab es jetzt ja einen Prozesskomplex, würde ich es mal nennen, beziehungsweise auch zum Teil, weil beim einen Fall ja noch kein Prozess gelaufen ist, auch, ich nenne es mal einfach ein Tatenkomplex. Das ist total sowohl ein Tatenkomplex als auch ein juristischer Komplex, der irgendwie ja exemplarisch für die innenpolitische Situation Amerikas steht. Nämlich einmal den Rittenhouse-Prozess, den wir schon ganz am Eingang erwähnt hatten. Dann Charlottesville und jetzt dieser Schwarze, der mit seinem Auto in die Parademenge
in Waukesha, spreche ich das richtig aus? Waukesha. Waukesha gefahren ist. Und in diesen drei Fällen und Prozessen spiegelt sich ja unheimlich viel wider, woran die amerikanische Gesellschaft, ich würde es mal einfach sagen, krankt oder wie zerrissen sie auch ist. Also einmal, was die Medienberichterstattung angeht, wie wird was im Kontext der anderen Tat dargestellt? Siehe auch den Kyle Rittenhouse-Fall. Wie wird der begleitet? Wie wird das überhaupt geframed? Also alles, was da abgelaufen ist, ist ja, naja, also zeigt Amerika, also zieht Amerika irgendwo nackt aus. Was jetzt von diesen dreien, also um es mal abzustufen, was wahrscheinlich noch am wenigsten beachtet wurde jetzt hier im europäischen Raum oder rüberkam, war, was in Charlottesville, was da jetzt eigentlich rauskam. Dann würde ich mal einfach sagen, dass du mal da anfängst, die Zuhörer darüber aufzuklären, wie da denn der Weg genommen wurde und wie es da, also zu welchem Ende das Ganze jetzt gekommen ist. Bevor du probierst, dann jetzt diese riesigen drei Stränge, die ich aufgemacht habe, zusammenzuführen. Fangen wir einfach mal in der Mitte an. Ja? Dieser ganze Charlottesville-Komplex ist riesig und sehr verworren. Es liegen zwischen den Ereignissen damals im August 2017 und dem jetzt erfolgten Prozess Sainz v. Kessler, der im Prinzip der Hauptprozess gegen die scheinbaren Rädelsführer dieser Verschwörung damals in Charlottesville sein sollte und noch ein Stück weit geworden ist, ja nicht umsonst mehr als 4 Jahre, in denen etliche Einzelprozesse, kleinere Prozesse, sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche, und es ist sehr wichtig, dazwischen zu unterscheiden, gelaufen sind, mit teilweise ja schwerwiegenden Auswirkungen. Das hat sehr viel mit dem amerikanischen Justizsystem zu tun, insbesondere im Hinblick auf die Zivilklagen. Da werden eben Strafzahlungen ausgeteilt, die im Prinzip für einen Normalsterblichen überhaupt nicht zu bewältigen sind. Und so war es auch ganz konkret und ganz krass in diesem Fall Sainz v. Kessler, also dem jetzigen, in Anführungszeichen, Charlottesville-Prozess, der von der Klagevertretung, also denjenigen, die die Klage eingereicht haben, wie gesagt, es ist ein Zivilprozess gewesen, das heißt, es stand jetzt nicht die Staatsanwaltschaft gegen konkrete Beschuldigte, sondern es waren im Prinzip private Kläger. Man hat sich Elizabeth Sainz, eine Charlottesville-Anwohnerin, als Namenspatin dafür rausgegriffen. Der andere, der im Prozesstitel genannt wird, ist Jason Kessler, der eigentlich alleinige Organisator der damaligen Unite the Right-Kundgebung in Charlottesville. Auch wenn man stets versucht hat und es auch damals, als die Kundgebung noch im Vorfeld der eigentlichen Kundgebung bereits medial so geframed wurde, dass das eigentlich so eine Art Joint Venture der gesamten Alt-Right, wie auch immer sie jeweils dort gerade definiert wurde, gewesen sei oder hätte sein sollen. Die Anklagevertretung oder das Anwaltskollektiv, das für diese Kläger die Arbeit gemacht hat, war aber eigentlich der treibende Motor hinter dem Ganzen. Angeführt von der Anwältin Roberta Kaplan, die in den Medien sowohl im Vorfeld des Prozesses, als klar war, dass es jetzt ein konkretes Datum gibt und dass der Prozess ansteht, als auch während des Prozesses sehr deutlich gemacht hat, dass es im Wesentlichen nicht darum geht, den vordergründigen Klägern, die als Geschädigte aufgetreten sind, die auf die eine oder andere Weise eben Schäden im Rahmen und durch die Kundgebung Unite the Right erlitten haben wollen und dafür Entschädigungen suchten, dass es nicht um die geht, sondern dass es ihr und ihren Kollegen, die diesen Fall 4 Jahre lang vorbereitet haben und erst in der Endphase eigentlich Personen gesucht haben, die als Geschädigte auftreten können, dass es ihnen darum geht, möglichst breit, möglichst viele herausragende Individuen und Organisationen der gesamten amerikanischen Rechten zu schädigen und finanziell sowie sozial zu zerstören.
Und das ist in den USA eigentlich illegal. Das nennt man dort SLAP. Das ist die Abkürzung für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Also eine absichtsvolle prozessuale Vernichtung von Individuen oder Organisationen. Es gibt dafür auch den Terminus Lawfare, also im Prinzip Kriegführung, Warfare mit den Instrumenten des Rechts und des Gesetzes, des Law, deswegen Lawfare. Wie gesagt, das ist in den USA eigentlich nicht erlaubt. Es wird immer wieder versucht, wenn insbesondere Großunternehmen versuchen, Whistleblower vor Gericht in den Bankrott zu treiben. Aber in der Regel werden solche Klageversuche mittelfristig abgewiesen, spätestens in der Berufungsverhandlung. Jetzt im Charlottesville-Prozess hat es wenig genutzt seitens der Angeklagten, die sich, weil sie sich teilweise keinen Anwalt leisten konnten, zum Teil auch selbst vertreten haben, darauf hinzuweisen, dass es sich offensichtlich hier um ein solches Verfahren handelt, gerade weil das Ganze politisch so extrem stark aufgeladen war. Allein die Liste der Angeklagten oder der Beschuldigten nimmt sich aber schon in einer Art und Weise wahllos aus, dass man recht schnell, wenn man einigermaßen unvoreingenommen da herangeht, feststellt, dass es sich hier offensichtlich so im Prinzip um das Schießen mit den sprichwörtlichen Kanonen auf Spatzen handelt. Also es sind sowohl damalige Aushängeschilder der Alt-Right, so wie Richard Spencer oder so wie Christopher Cantwell, der seinerzeit, also der eigentlich eher zum Rechtsradikalen oder so ähnlich gewordener Anarchokapitalist, also aus dem libertären Lager war. Ursprünglich waren auch beispielsweise Vertreter des Alt-Right oder Dissident-Right Podcast-Netzwerks The Right Stuff mit aufgeführt. Es waren Angehörige bzw. Organisationen aus dem neonationalsozialistischen Milieu, aus dem neofaschistischen Milieu dabei. Es waren Kleinstzellen des Ku Klux Klan genannt, die mit der eigentlichen Unite the Right Rally gar nichts zu tun hatten, aber an einem anderen Termin, ich glaube relativ kurz davor, ihre eigene Kundgebung in Charlottesville abgehalten haben und die auch zu dieser großen Verschwörung, die von der Klageseite konstruiert wurde, mit hinzugezählt wurden. Es ist wirklich, wirklich sehr wild, was da aufgeführt worden ist. Etliche der Organisationen haben zu dem Zeitpunkt der Prozesseröffnung schon gar nicht mehr existiert. Letzten Endes ist das Ganze auf zwei Ebenen verlaufen. Und zwar im Wesentlichen hat die Klageseite sich auf eine ursprünglich Gegenveranstaltung des Ku Klux Klan im Bundesstaat Virginia, wo Charlottesville liegt, berufen, das 1871 erlassen worden ist und Afroamerikaner vor Attacken von paramilitärischen und Milizgruppen schützen sollte. Man hat also den Angeklagten, den Beschuldigten im Wesentlichen zur Last gelegt, dass sie sich gemeinsam einer Verschwörung schuldig gemacht hätten, um insbesondere schwarze Einwohner Charlottesvilles an der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte zu hindern. Und das hat man wesentlich daran festgemacht, wie die Kundgebung, die ja letzten Endes gar nicht stattgefunden hat, sondern noch vor ihrem Beginn von der Stadtadministration abgebrochen wurde, indem der Ausnahmezustand verhängt wurde und man damals die im Lee Park und dieses Reiterstandbild, das geschützt worden sollte, das vor dem Abriss geschützt werden sollte, versammelten rechten Aktivisten dort durch Riot Police, also so schwer gepanzerte Aufruhrbekämpfungseinheiten der Staatspolizei von Virginia, aus dem Park raus und in die Arme der wartenden Linksextremen hineingetrieben hat. Und aus den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die dadurch heraufbeschworen worden sind, hat man eben dann konstruiert, dass das von Seiten der Kundgebungsorganisatoren beabsichtigt worden sei, diese Eskalation.
um eben, wie gesagt, die Minderheitenvertreter in Charlottesville und die angereisten Gegendemonstranten, die im Prozess vielfach als freundliche Familien mit kleinen Kindern und Tieren und so weiter geschildert wurden, um denen eben ihre verfassungsmäßig verbrieften Rechte abzuschneiden. Es hat auf der anderen Seite die Verteidigung der Beschuldigten, wo sie Anwälte hatten, teilweise hat ein Anwalt auch mehrere beschuldigte Parteien vertreten, teilweise gab es da, sagen wir mal, rhetorisch und argumentativ und vom Einsatz her anerkennenswerte Vorstellungen, teilweise auch das Gegenteil. So hat sich beispielsweise der Anwalt, der unter anderem das National Socialist Movement, das ist so eine kleine rechtsextreme Splittergruppe in den USA, die es mittlerweile auch schon, glaube ich, nicht mehr gibt, deren ehemaliger Anführer, der auch in diesem Prozess angeklagt wurde, hat offiziell eine spontane Kehrtwende zum orthodoxen Christentum vollzogen und all seine früheren Taten bereut und dergleichen und hat die Organisation, das National Socialist Movement, an einen schwarzen Bürgerrechtsaktivisten verkauft, glaube ich, der dann damit ein Zeichen setzen wollte, dass er das dann aufgelöst hat. Also es ist sehr amerikanisch, alles, was da so passiert ist. Der Anwalt jedenfalls, die diese Organisation und auch den damaligen Chef des NSM, Jeff Shope, vertreten hat, hat sich zu Beginn seiner Verteidigungsrede erst einmal vollumfänglich von allem distanziert, was die Leute, deren Rechte er dort vertreten sollte, jemals gemacht haben. Aber er müsse diesen Job halt machen. Wie das in amerikanischen Gerichtssälen halt teilweise so ist, insbesondere wenn es sich um Pflichtverteidiger handelt. Obwohl, ja, so oder so, es ist alles kreuz und quer durcheinander gelaufen. Viele derjenigen, die sich selbst verteidigt haben, insbesondere der besagte Christopher Cantwell, der wegen eines anderen Gerichtsurteils derzeit im Gefängnis sitzt und seine ganze Verteidigungsstrategie und dergleichen im Gefängnis selbst vorbereiten musste und scheinbar auch von behördlicherseits daran gehindert worden ist, indem man ihm seine Notizen entwendet hat beim Transfer vom einen Gefängnis ins andere, damit er dort am Prozess teilnehmen konnte und dergleichen, hat sich sehr anerkennenswert in seinen Verteidigungsreden hervorgetan. Also natürlich muss das nicht jedem gefallen, was er glaubt und was er als seine Ansichten präsentiert, aber er hat sich da auf jeden Fall sehr gut geschlagen, auch indem er so eine Art Vorreiterfunktion für die Verteidigungsstrategie vieler seiner Co-Beschuldigten vorgegeben hat, indem sie eben ja so eine Art Angriff ist die beste Verteidigungsstrategie gefahren haben, indem sie ganz klar gesagt haben, ja, ihr könnt uns vorwerfen, dass wir, sagen wir mal, Rassisten sind, aber das weiß ja eigentlich jeder. Wir haben jetzt auch nicht uns die Mühe gemacht, das irgendwie zu verbergen. Und damit sind eben dann halt schon viele der vorbereiteten, entlarvenden Fragen der Klagevertretung in sich zusammengefallen, indem einfach einer nach dem anderen gesagt hat, halte es für ein Problem, die ethnische Zusammensetzung und die behördlich durchgesetzte Durchmischung, was jetzt die Wohnsituation und Affirmative Action, also die aktive Benachteiligung von Weißen bei Jobvergaben und Beförderung und dergleichen angeht, indem sie das alles schon von vornherein zugegeben und sich auch ganz offensiv darauf berufen haben, dass das eben ihre Ansichten sind, die ja doch in den USA durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind. Man macht sich nicht automatisch dadurch strafbar, wenn man ein Rassist ist, wie auch immer man diesen Begriff jetzt aufladen möchte. Ist da rhetorisch der Anklage schon ein wenig der Wind aus den Segeln genommen worden. Aber es hat eben letzten Endes, um das Ganze jetzt mal zu einem Ende zu führen und hier keine ausartende Vorlesung zu halten, letztlich dazu geführt, dass etliche Anklagepunkte fallen gelassen worden sind, weil sie einfach offensichtlich absurd waren und ein Stück weit dazu dienen sollten, ein Exempel zu statuieren und eben den Beschuldigten und ihrem erweiterten Bekannten- und Kollegenkreis Angst zu machen.
Deswegen wohl auch die lange Vorbereitungsdauer des Prozesses, um eben möglichst viele Personen in möglichst großer Unsicherheit zu wiegen, was jetzt als nächstes passiert, was man noch sagen kann, dass man möglichst seinen Kopf unten hält und sich nicht weiter irgendwo aktivistisch oder medial aus dem Fenster lehnt. Das alles hat letzten Endes dazu geführt, dass der Vorwurf, eine Verschwörung gebildet zu haben. Dazu muss man sagen, dass vor dem Beginn der Juryberatung der Richter, der einen Gutteil der Verhandlung über für viele Beobachter den Eindruck erweckt hat, zumindest grundsätzlich einige Sympathien für die Beschuldigten zu hegen oder zumindest einigermaßen neutral zu sein, die Jury noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass es, um Teil einer Verschwörung zu sein, nicht notwendig ist, sich selbst als Teil einer Verschwörung zu sehen oder davon zu wissen, dass es eine Verschwörung gibt, sondern dass man quasi ganz unabsichtlich und unbewusst in so etwas hineingeraten könne und sich dadurch auch strafbar machen könne. Das hat mit Sicherheit wesentlich den Ausschlag dazu gegeben, dass nach einer unverhältnismäßig langen Beratungsphase, die also darauf hindeutet, dass es da einige Uneinigkeit innerhalb der Jury gab, man doch zu dem Urteilsspruch gekommen ist, dass diese Verschwörung in gewissen Graden sehr wohl stattgefunden habe. Und dementsprechend sind zwar nicht über die teilweise auch auf null festgesetzten Entschädigungszahlungen für die Kläger, aber sehr wohl über die parallel dazu jeweils festgesetzten Strafzahlungen jeweils meist dreistelliger oder andersherum, in jeweils meist sechsstelliger Dollarsummenhöhe, so oft um die 200.000 bis 400.000 Dollar herum, die angestrebten Schauprozessstrafen, durch die eben Einzelpersonen in den Bankrott getrieben werden sollen und ins soziale Aus tatsächlich verhängt worden. Ganz zu schweigen von James Fields, der eben in diesem Prozess durch einen von seiner Autoversicherung vertretenen Anwalt vertreten wurde, von der Autoversicherung ernannten Anwalt vertreten wurde und der zusätzlich zu den, was war es, irgendwie 400 Jahre, die er im Gefängnis sitzen muss, wegen der Mord- und Terrorismus-Anklagen und Strafen, die gegen ihn verhängt worden sind, neben auch noch mit entsprechenden Geldstrafen belastet worden ist durch diesen Prozess. Also nichts, was ein lebender Mensch außerhalb von Milliardärskreisen zu Lebzeiten abstottern könnte. Aber wie gesagt, darum ging es auch von Anfang an nicht, sondern darum, an diesen Leuten ein Exempel zu statuieren und sie finanziell, wirtschaftlich und sozial ins Aus zu stellen. An wem man jetzt nun überhaupt ja kein Exempel statuieren will, ist ja hier an dem Täter dieses, ich nenne es jetzt mal einfach ganz offensiv, einen Attentat, was da verübt wurde. Ich habe mittlerweile schon wieder vergessen, wie man es richtig ausspricht. Waukesha. Der dort mit seinem Auto in die Menge, vor allem, ich glaube, es waren fast ausschließlich weiße, gefahren ist und es nach allen Informationen ja auch seine Absicht war. Und da scheint man ja aber jetzt den Mantel des Schweigens drüber zu legen. Und im Gegensatz jetzt zu der Charlottesville-Geschichte, die man natürlich maximal ins Rampenlicht gezogen hat. Wie ist denn da der Stand? Also was gibt es dazu? Also es gab ja immer die Bemühungen, gerade jetzt auch von der Alt-Light, von diesen Standard-GOP-Kräften, auch das mehr in den Fokus zu rücken. Hatte das irgendeinen Erfolg oder sieht man da wieder ganz stark, wie das mediale Establishment quasi diesen Fall am liebsten überhaupt gar nicht behandeln würde? Das ist ein sehr galanter Übergang von einem langen Vortrag zum nächsten. Aber ich werde versuchen, mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Zeit ist weit fortgeschritten, wir müssen gucken, dass es nicht so weit ausufert. Es wird sich mit Sicherheit in kürzerer Zeit behandeln lassen, weil wir hier ja nicht von einem Zeitraum von 4 Jahren sprechen. Das Ganze ist ja erst am 21. November passiert. Ich denke, den allermeisten, die hier zuhören, dürfte der Fall an sich bekannt sein. Ein Schwarzer namens Daryl Brooks ist mit seinem Geländewagen in eine
in eine Weihnachtsparade, die übliche jährliche Weihnachtsparade in Waukesha, im US-Bundesstaat Wisconsin, hineingerast. Und was im Anschluss daran passiert ist, also wir haben mittlerweile 6 Tote, darunter einen kleinen Jungen, viele verletzte Kinder darüber hinaus, teilweise auch noch in kritischem Zustand, soweit mir bekannt. Was daraufhin passiert ist, ist im Wesentlichen eine sehr, sagen wir mal so, es spricht Bände über den Zustand der USA nach dem Tod von George Floyd und nach den Black Lives Matter-Unruhen. Wir haben hier einen schwarzen Attentäter, der im Vorhinein eine nicht sonderlich große Karriere als Cloud-Rapper verfolgt hat, dessen Klickzahlen selbstverständlich, nachdem klar wurde, dass er es ist, extrem in die Höhe geschnellt sind, worüber er sich, glaube ich, auch bereits stolz gezeigt hat, nachdem ihm das hinterbracht worden ist im Gefängnis, wo er derzeit sitzt, der dort davon gesprochen hat und auch entsprechende Social-Media-Posts abgesondert hat, wie man das heutzutage eben so tut, wenn man ein Mensch ist oder so, dass er die Zeit für gekommen hält, jetzt endlich mal Weiße fertig zu machen, auch weiße Senioren sich nicht sicher fühlen sollten, dass sie alle aufpassen sollen, was auf sie zukommt und so weiter. Und der auch in seinen Rap-Texten entsprechende anti-weiße Botschaften verbreitet hat. Nach diesem Attentat ist all das sofort, soweit es eben kurzfristig nach dem Vorkommnis an die Öffentlichkeit drang, mit einem Mantel des Schweigens zugedeckt worden, und es sollte auch darauf hingewirkt werden, keine weiteren Nachforschungen anzustellen. Der Polizeichef von Waukesha, Daniel Thompson, der selbst schwarz ist, hat in einer ersten Pressekonferenz kategorisch festgestellt, dass es kein Terroranschlag gewesen sei, dass es keine politischen oder sonstige bekannte Motive gäbe und dass es keine weiteren Pressekonferenzen zu diesem Thema geben würde. Also case closed von seiner Seite aus sozusagen. Und es hat sich tatsächlich erst vor einigen Tagen ergeben, dass ein Kamerateam der kleinen Organisation Media to Rise, die selbst aus dem rechtsaktivistischen Umfeld stammt, kurzerhand nach Waukesha gefahren ist und dort im Gefängnis um einen Interviewtermin mit diesem Daryl Brooks angefragt hat und den auch bekommen hat. Das war offensichtlich überhaupt die erste Presseanfrage, die es diesbezüglich gegeben hat, nach 2 Wochen. Dort haben sie ihm dann eben Fragen gestellt, die sich auf die Mediennarrative, die es gab, zu dieser Tat bezogen haben, insbesondere die vorgebrachte angebliche Rechtfertigung, dass Brooks gar nicht absichtlich in diese Weihnachtsparade hineingefahren sei, sondern dass er selbst auf der Flucht vor einer Messerstecherei, deren Zeuge er geworden sei, sich befunden habe. Das hat Brooks selbst als verwundert aufgefasst. Im Gefängnis steht er offensichtlich unter einer Medienblockade und bekommt davon mit, was draußen passiert, und hat dann eben klargestellt, dass das eine reine Erfindung sei und dass das überhaupt nicht der Realität entspräche und dass es diese vorgebliche Messerstecherei nie gegeben habe. Da fragt man sich dann eben doch tatsächlich, warum sollte jemand offensichtlich von medialer Seite eine derartige Falschmeldung, nicht wahr? Wir leben ja in Zeiten von Fake News und kontrafaktischen Nachrichten, die ständig von irgendwelchen Faktenfindern gecheckt werden müssen und so weiter. Warum sollte in den etablierten Medien jemand so etwas verbreiten? Und offensichtlich hat man damit eine genau solche Absicht verfolgt, wie mit dem Wording, das es in den großen Medien gab, dass diese Menschen durch einen Geländewagen umgekommen seien und nicht etwa, weil ein konkreter Mensch, in diesem Fall ein Schwarzer, mit seinem Geländewagen in die Parade gefahren ist, dass also sozusagen Geländewagengewalt diese Menschen getötet habe, dass man versucht, vom tatsächlichen Tathergang abzulenken und so eine Art Parallelrealität zu konstruieren, in der im Prinzip
Dinge einfach passieren, ohne dass irgendjemand etwas tun würde, wo es niemanden gibt, der handelt, sondern im Prinzip das alles irgendwelche Schicksalsereignisse sind. Und vor allen Dingen es überhaupt keine Rolle spielt, welchen sozialen, welchen politischen und insbesondere in diesem Fall eben auch welchen rassischen Hintergrund jemand hat. Wobei in den USA die Situation spätestens seit der Trump-Präsidentschaft so aufgeladen ist, dass im Prinzip ein rassischer Hintergrund immer auch ein politischer Hintergrund ist. Das bringt mich jetzt eigentlich zur abschließenden Frage, die ich schon beim letzten Mal gestellt habe. Und wo ich mir jetzt selbst gerade die Frage stelle, ob ich sie nicht einfach nochmal genauso stelle. Wo ich ja auch darauf hinaus wollte, als ich jetzt diese drei Prozesse, wobei wir jetzt es hinbekommen haben, Rittenhouse zweimal zu erwähnen und noch kein einziges Mal richtig drüber zu sprechen, wobei wir das Fass jetzt auch nicht nochmal groß aufmachen, weil wir ansonsten wahrscheinlich gerade wie nochmal 20 Minuten hinten dranlegen können, mindestens. Stell die Frage einfach nochmal und ich werde versuchen, noch ein paar Worte zum Rittenhouse-Prozess in meine Antwort einzubauen. Die Frage ist eigentlich, wie lange dieses ganze diese quasi in gewisser Art und Weise runtergehaltene Rassenunruhe, also im Endeffekt ist das ja so eine vor sich hin köchelnde Rassenunruhe, wie lange das Amerika noch aushält. Also beziehungsweise bringt das System nicht insgesamt, was wir auch schon im Eingangs hatten, dass man sich ja eigentlich mit anderen Themen beschäftigen möchte, möchte in Anführungszeichen. Also so Sachen, wenn wir jetzt mal an Amerika zurückdenken, wie, keine Ahnung, wir müssen die Wirtschaft voranbringen, also ökonomischen Fragen, der Kapitalismus, den wir vertreten und warum wir die beste Nation der Welt sind, so diese typische amerikanische Traumgelalle. Aber man sich eigentlich mit diesen ganzen, ich nenne es mal einfach unschönen Themen dann am Ende auseinandersetzen muss und ständig irgendwo in der Innenpolitik ein Vulkan hochgeht, sei es jetzt nun Kapitolsturm oder irgendwelche Black Lives Matter Sonderzonen, die rebellieren, also es ist ja wie so ein Pulverfass, auf dem Washington eigentlich sitzt. Und um jetzt diese elendig lange ausgeführte Frage auf einen Punkt zurückzukommen, wann zerbricht die USA daran? Oder tut sie es überhaupt? Oder kriegt sie nochmal die Kurve? Ich denke, dass wenn es in dieser Spannungssituation, die sich ständig zu verschärfen scheint, einmal zu einem Umschlag oder zu einer Entscheidung kommen sollte, dass das nicht innerhalb der Amtszeit Joe Bidens passieren wird. Denn Joe Biden ist seinerzeit in das Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidaten-Nominierung eingestiegen mit der Aussage, dass ihn die Bilder von Charlottesville 2017 davon überzeugt hätten, dass man jetzt handeln müsse, um den real existierenden Rassismus in den USA auszumerzen und eine rechtsextreme Machtübernahme, so gut es geht, noch zu verhindern, die unmittelbar bevorzustehen schien durch Donald Trump. Das hat er nicht nur unter aktiver Bezugnahme auf Charlottesville gesagt, sondern auch noch am Jahrestag der Unite the Right-Kundgebung in Charlottesville. Bidens komplette Präsidentschaft ist also auf das Engste mit dieser Rassenthematik verknüpft, auch mit Charlottesville, was diesen Sainz wie Kessler-Prozess so extrem stark aufgeladen hat, eben anderen Aspekten. Und wie wir sehen, insbesondere im Nachgang des Kapitolsturms, ist die Biden-Regierung, insbesondere das Justizministerium, zu allem bereit, um diese Rassenspannungen weiter am offenen Ausbrechen zu hindern, indem man so fest wie nötig auf die Mehrheitsbevölkerung einschlägt, im übertragenen und teilweise auch im wortwörtlichen Sinne. Es gibt aber nun Berichte darüber, dass nach diesem Kapitolsturm hat, glaube ich, mittlerweile das FBI unter
Aufsicht des Justizministeriums um die 400 Teilnehmer dieser damaligen Rowdy-Veranstaltung ausgeforscht und festgesetzt. Die haben alle entsprechende Anzeigen und Anklagen bekommen. Teilweise werden die in Einzelhaft gehalten, teilweise wird ihnen angeblich medizinische Behandlungen verweigert und dergleichen. Das ist etwas, was, soweit mir bekannt, nicht ein einziger Teilnehmer an irgendeiner Black Lives Matter-Demonstration, die in irgendwelchen Plünderungen und sonstigen Gewaltakten geendet hat, was so einem Demo-Teilnehmer jemals widerfahren ist. Oder irgendwelchen linksextremen Demonstranten, die sich im Zuge des Trump-Wahlkampfes oder danach Straßenschlachten mit Trump-Anhängern oder meinetwegen auch mit Alt-Right-Anhängern geliefert haben. Das Vorgehen des Justizministeriums insbesondere, aber auch anderer Teile der Administration und der Exekutive bei rassisch motivierten oder in ein rassisches Framing hineinzubringenden Taten, Fragen, Problemen und dergleichen tritt offen zutage, wenn man einmal gelernt hat, auf dergleichen zu achten. Als Derek Chauvin, der in Anführungszeichen Mörder von George Floyd, verurteilt worden ist, heißt es, hätten in den Nebentrakten des Gerichtsgebäudes bereits Bundesagenten gewartet für den Fall, dass er freigesprochen worden wäre, um ihn noch im Gerichtssaal sofort wieder festzunehmen und ihn anstatt dieser Mordanklage dann eben wegen anderen Verstößen gegen Bundesgesetze anzuklagen, damit er auf jeden Fall hinter Gittern kommt und eben so ein symbolischer Sieg gegen den weißen Rassismus doch noch durchgeboxt hätte werden können. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass im Justizministerium jetzt auch schon bereits an Folgeklagen anhand von irgendwelchen Bundesgesetzen auch gegen Kyle Rittenhouse gearbeitet wird, wenn die nicht schon fertig in irgendwelchen Schubladen liegen. Also meines Erachtens, um es kurz zu machen, diese Administration steht nicht nur, was die Personalie Joe Biden angeht, sondern auch, was die Rhetorik gegen den vorgeblichen Rassismus von weißen Amerikanern gegenüber allen anderen Amerikanern, insbesondere gegenüber Schwarzen, der scheinbar die gesamte US-Gesellschaft durchwirken soll und dieses Krebsgeschwür, das jetzt endlich einmal ausgemerzt werden muss. Damit hat man sich eben in eine solche Sackgasse bewegt, dass man handeln muss und auch immer schärfer handeln muss, um ständig wieder symbolische Handlungen vorbringen zu können und sozusagen die Geister oder der Weltöffentlichkeit und insbesondere der amerikanischen Öffentlichkeit zeigen zu können, dass man dabei ist, die Geister zu vertreiben, die man sozusagen durch seine eigene Rhetorik in der Wahlkampfzeit selbst heraufbeschworen hat. Deshalb glaube ich nicht, dass es möglich sein wird, dass irgendeine Gegenbewegung oder irgendeine Gegenbewegung in Bidens Amtszeit ihr Haupt erhebt, um da irgendeine Klärung herbeizuführen, wie auch immer sie aussehen mag. Und dass auch keine Ereignisse, so sie denn passieren, irgendwelche Ausschreitungen wie in Kenosha seiner Zeit, wo Kyle Rittenhouse diese zwei pro Black Lives Matter Demonstranten erschossen und einen dritten verwundet hat. Oder solche Ausschreitungen wie in Charlottesville, die von den dortigen örtlichen Behörden aktiv befördert worden sind. Oder solche Ereignisse wie jetzt in Waukesha, wo die örtlichen Behörden sich größte Mühe geben, die tatsächlichen Tathergänge und Hintergründe unter den Teppich zu kehren. Dass so etwas, wenn derartiges passiert, immer auf kleiner Flamme gehalten werden wird, dass man sich Mühe geben wird, das wiederum möglichst inoffiziell zu behandeln, das möglichst irgendwo in Aktenschränken verschwinden zu lassen und dass, wenn überhaupt, es zu einem exekutiven Vorgehen im Rahmen der köchelnden und stellenweise eskalierenden Rassenfrage in den USA geht, es zum Nachteil der noch weißen Mehrheitsbevölkerung ausgehen wird. Also dass jetzt erstmal quasi noch
nichts groß passieren wird. Es bleibt alles so, wie es ist. Also so, wie wir es jetzt bisher kennen und vielleicht irgendwann in der Zukunft dann diese, im Endeffekt, also aus meiner Perspektive ja wirklich, die Frage muss ja irgendwann geklärt werden. Also sie ist ja nie, also wobei natürlich die Dämonenbekämpfung die Frage für sich ja auch klären will. Man will es ja so bis zum Ende austreiben, aber wird diesen Dämon ja wahrscheinlich nie richtig bis zum Ende austreiben können. Weil das findet sich ja auch nach per Definition, was für die ja auch schon Rassismus ist, findet sich das ja am Ende überall und immer. Also es ist ja quasi eine, das ist ein Kampf, das ist ein, man könnte es einen Sisyphus-Kampf nennen, der ja nie endet. Ja, also da wird halt eben dann zu sehen sein, wie weit das Ganze dann noch geht. Naja, wie dem auch sei, vielen Dank, Nils, mal wieder für diese tiefen, kenntnisreichen Einblicke in das, was über dem Teich so vor sich geht. Und ich bin mir sicher, dass wir uns nächstes Jahr, spätestens wieder auch in einem Jahr, dann hier auf der Lagebesprechung zum selben Thema wieder hören werden. Und wahrscheinlich stelle ich dir am Ende dann nochmal genau dieselbe Frage, wie schon beim vorvorletzten Mal dann. Ja, es ist eben die Frage, weswegen in der Politik irgendwo nichts zu passieren scheint und alle irgendwo nur ihre festgefahrenen Positionen verteidigen. Aber vielleicht ist es auch einfach das Festhalten an politischen Deutungsmustern des vergangenen Jahrhunderts, von denen man nicht lassen kann, weil die eigenen Pfründen davon abhängen. Auf jeden Fall, denke ich, lohnt es sich für alle Interessenten an der Situation in den USA, einmal auf die Midterms zu warten, die ja bereits nächstes Jahr anstehen. Wie gesagt, es ist eigentlich klassischerweise so, in der jetzigen Reihenfolge müssten die dann klassischerweise zugunsten der Republikaner ausfallen. Die Frage ist, wer dann davon einen entsprechenden Anschub erhalten wird, wie sich das auf den Präsidentschaftskandidatenwahlkampf innerhalb der GOP für 2024 auswirken wird. Es gibt da ja nun so einige, die man im Auge behalten sollte, wobei da, wie auch bei den medialen Vertretern eines stärkeren Konservatismus oder einer Rechten, immer nicht so recht die ernst gemeinten Aktivisten von den Grifters, die damit nur Geld oder politisches Kapital kreieren wollen, zu unterscheiden sind. Also ich denke, so jemand wie der besagte Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ist jemand, den man im Auge behalten kann. Dann gibt es noch beispielsweise einen Abgeordneten, Matt Gaetz, der, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Freispruch für Rittenhouse dem auch sogleich einen Job in seinem Abgeordnetenbüro angeboten hat oder ein Praktikum zumindest. Man muss diese Leute alle ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber letzten Endes, und das nochmal als Vorschlag zur Güte für die Leute, die sich die ganze Zeit darüber aufregen, weshalb man sich überhaupt mit den USA beschäftigen sollte. Es ist einfach so, dass alles, was in den USA passiert, 3 bis 5 Jahre später auch in Europa ankommt, insbesondere in Deutschland, das sich immer noch nicht ganz von seiner extremen Abhängigkeitsposition von den USA nach 45 erholt hat. Und wenn man schaut, was dort so passiert, kann man mit Sicherheit einige Inspirationen und Denkanstöße empfangen, um die politische Lage hierzulande mit anderen Augen zu sehen und vielleicht einige liebgewonnene, aber umso überflüssigere alte Illusionen loszuwerden. Mit dem Anstoß lassen wir jetzt die Zuhörer mal alleine und verabschieden uns aus der nunmehr, ich glaube, 66. oder 67. Lagebesprechung. In dem Sinne hören wir uns dann zur nächsten Lagebesprechung.